Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Und wir sehen hier Avebon mit seinem Mond, einem geschmolzenen kleinen Mond, der ihn umkreist. Und das sind vielleicht unsere nächsten Verbündeten. Nein, nicht nur vielleicht, sie sind bereits unsere Verbündeten. Aber niemand weiß, ob es möglicherweise ein mögliches Föderationsmitglied ist. Unsere erste Mitglieder. Und ja. Es ist eine Adride Welt. Eine planetare Vereinigung zeichnet diese Welt aus. Das ist ja der Vorteil, den wir auch besitzen. Und es sind ja Kristalle, lebende Kristalle. Vielleicht können wir mit ihnen unsere erste Föderation gründen. Und wir haben ein paar Sachen zu tun. Wir sehen hier, wir haben einen verfügbaren Gebäudeplatz und die galaktische Gemeinschaft erfordert unsere Aufmerksamkeit. Hier wurden ein paar Sachen eingebracht, um die wir uns mal kümmern müssen. Wir liegen momentan bei immer noch 383. Das ist sehr wenig. Die Dune-Hegonomie liegt bei 548. Wow. Das kommt von den Bewohnern. Bewohner sind bei uns nur 171. Das heißt, die haben viel mehr Bewohner. Mal gucken. 128. Wow. Wir sind bei insgesamt 71. Ja, da können wir tatsächlich nicht mithalten. Wirtschaft 177. Unsere liegt bei 104. Okay. Vielleicht mit den beiden Migrationsabkommen wird das in Zukunft etwas mehr steigen. Da hoffe ich ja tatsächlich drauf. Und dann gucken wir uns jetzt mal die neuen Sachen an. Das ist die Pangalaktische Recycling-Initiative. Wir profitieren alle davon, Abfall zu reduzieren und das wieder zu verwenden, was wir können. Das Teilen von Recycling-Protokollen zwischen den Nationen der Galaktischen Gemeinschaft wird uns allen helfen. Diplomatische Bedeutung der Wirtschaft würde uns tatsächlich für die Dune-Hegonomie helfen. Baudauer für Blocker. Das finde ich tatsächlich nicht schlecht. Das würde uns helfen. Das auch. Und das, denke ich mal, ist eine Kleinigkeit. Das unterstützen wir auf jeden Fall. Die kooperative Forschung. Wir sollten Protokolle einführen, die es den Wissenschaftlern der galaktischen Gemeinschaft ermöglicht, Entdeckungen leichter miteinander auszutauschen und zu überprüfen. Diplomatische Bedeutung der Technologie würde uns auch helfen. Produktion von Forschungsstationen und Unterhalt von Sternbasen erhöht. Jetzt gucken wir mal Sternbasen. Das heißt, wir würden insgesamt 10% mehr haben bei Stationen und Sternbasen. Bei ungefähr beiden 30 sind immerhin 3 Energiecredits. 3 bis 4, die wir mehr ausgeben würden. Aber ich denke, auch das finde ich gut. Die Arbeitnehmerrechte. Gott, wer hat sowas denn sich gedacht? Na klar, die Würmer. Es ist nur richtig, dass wir die Rechte der Arbeitnehmer festhalten und sie vor Missbräuchen schützen. Diplomatische Bedeutung von Bewohner plus 20% gefällt mir tatsächlich überhaupt nicht. Hüter von Avebreen. Wo sind denn die Sukakan? Hier unten, weil die so wenig haben, ne? Bewohner 148, nee, weil die auch relativ viel haben. Arbeitnehmerzufriedenheit, politische Macht von Arbeitnehmern, das gefällt mir nicht. Aber tatsächlich wegen dem ersten Punkt. Wir würden dabei massiv verlieren. Regulatorische Erleichterung. Wir sollten regulatorische Entscheidungen dem Experten überlassen. Branchenführer sind am besten qualifiziert, um verschwenderische Vorschriften zu identifizieren, die die Produktivität beeinträchtigen. Diplomatische Bedeutung der Wirtschaft plus 20%. Hatten wir nicht eben gerade die diplomatische Bedeutung der Wirtschaft? Das muss ich mal gucken. Bedeutung von Technologie. Flottenstärke. Bewohner. Diplomatische Bedeutung minus 20%, das finden wir gut. Diplomatische Bedeutung der Wirtschaft plus 20%, klar, von den Dionen eingebracht.
Bewohner Ressourcenproduktion ist ein Argument. Bewohnbarkeit minus 2%. Nee, also das gefällt mir überhaupt nicht. Und ich hoffe, das sehen auch andere so. Okay. Nächstes, Alpha Centauri Prime. Hier gibt es eine Zivilindustrie und dann würde ich sagen, bauen wir hier tatsächlich noch eine weitere Zivilindustrie und dann gehen wir schnell mal weiter, dass wir mal ein wenig mehr schaffen hier. Oh. Oh. Die Technikermannschaft der Adriatic freut sich, uns mitteilen zu können, dass das mysteriöse Kriegsschiff, das von der USS Adriatic gefunden wurde, erfolgreich aus der feindlichen Umgebung des Planeten geborgen werden konnte. Die korrodierenden Komponenten wurden repariert und bei Bedarf ersetzt. Einschließlich des entladenen Stromkerns. Als das riesige Kriegsschiff wieder eingeschaltet wurde und seinen operativen Status wieder erlangte, wurde schnell klar, dass die Maschine über einen bemerkenswerten Grad an künstlicher Intelligenz verfügt. Wir können damit kommunizieren. Auf den Schirm. Was ist denn die Adriatic? Magellan, Tesla, Columbus, Yangtze, Yukon, Adriatic. Das wollen wir uns tatsächlich erstmal angucken. Das sieht in der Tat interessant aus. Der Adriatic im Hintergrund. Auf den Schirm. Ah, okay. Fahre System hoch. Aktiviere Schnittstelle zur biologischen Interaktion. Warnung, Diagnose wurde noch keine vielen Tage durchgeführt. Möchten Sie jetzt starten? Wir starten die Diagnose. Erkennung. Leergeborene Kriegsform S875.1. Plasmawerfer, kinetische Disruptoren. Das ist ziemlich krass. Warum warst du hier? Speichermodul A7 ausgefallen. Anfrage kann nicht beantwortet werden. Wer hat dich geschaffen? Schöpfer. Ja. Effektive Antwort. Ganz klar. Ja. Aber wer sind sie? Schöpfer. Gut. Alles klar. Ich glaube, das wird nichts. Anfrage. Seid ihr Schöpfer? In gewisser Weise. Ja. Einheit wurde von Anführer. Einheit isoliert. Einheit konnte nicht aus gefährlicher planetarer Umgebung entkommen. Am Tag 1,761125 in Reserve. Generatoren von Einheit S8751 aus. Einheit stand. Molekulare Auflösung durch verflüssigte Oberfläche Säure bevor. Dennoch existiert Einheit weiter. Neue Entitäten haben Reparatur durchgeführt. Einheit dient neuen Identitäten. Ja, sehr geil. Willkommen bei der Vereinten Nation der Erde. Selbstverständlich. Sehr cool. Das ist natürlich extrem cool. Wir haben hier zwei megamäßig starke Schiffe. Und die würde ich tatsächlich beide hier hinten hinschicken, nach Subtranius. Und ins Subtranius-System stecken. Und er kann dann tatsächlich nach Spiram fliegen. Und hier hinbewegen und du kannst dann nach hier gehen. Zack. Und er wird hier einen Außenposten bauen, weil er immer noch ein wenig näher dran ist. Und dann fangen wir an, uns hier in diesem Bereich auszubreiten. Da müssen wir definitiv ein wenig an die Pötte kommen. Jetzt, wo sich die Gegebenheiten auf Subtranius Prime etwas gelegt haben, wurde eine Datenunregelmäßigkeit festgestellt.
Insbesondere scheint der Mond Subtranius 3a nicht im entferntesten aus einem ähnlichen Material wie Subtranius Prime zu bestehen. Das wiederum deutet darauf hin, dass er nicht zur gleichen Zeit erschaffen wurde, sondern ursprünglich anderswo entstanden ist und zu einem späteren Zeitpunkt erst irgendwo von der Schwerkraft von Subtranius Prime erfasst wurde. Woher Subtranius 2a kam, ist uns derzeit ein Rätsel. Das ist eine unserer Kolonien und Subtranius, war das das hier? 3a? Subtranius 5, 2, Subtranius 3a, K gewählt. Ja, das heißt, der wurde tatsächlich durch die Schwerkraft eingefangen. Ja, krass. Mysteriöser Mond untersuchen. Okay. Jetzt möchte ich mir tatsächlich noch eine Sache angucken. Das machen wir gleich. Im Situationsprotokoll. Wir müssen auf jeden Fall mal zusehen, dass wir hier weiterkommen. Die Vorläufer der Baol. Genau, das war hier. Und hier müssen wir... Das müssen wir mal machen. Das heißt, die Aldrin, wenn die wieder aufgetaucht ist, dann lassen wir sie per Sprung hier hinspringen nach Stenla. Und das müssen wir dann definitiv langsam ausgraben. Das ist wichtig. Dann die wandernden Wälder. Da können wir mal gucken, ob wir hier jetzt was machen können. Das dauert immer noch zu lange, das machen wir noch nicht. Energiewirtschaft. Auf mindestens plus 20 im Monat bringen. Boah, das ist kein Problem. Das haben wir. Rubrikator. Das machen wir noch nicht. Wir können mal gucken mit der mysteriöse Mond. Das sind 1500. Jetzt gucken wir mal, was wir in der Sozialforschung gerade haben. Das ist wichtig. Das heißt, das machen wir fertig. Und dann können wir da was reinschieben. Ingenieursforschung ist in 5 Monaten fertig. Dann gucken wir mal, ob wir das hier eventuell machen können. Das machen wir dann auch. Ja, so machen wir das. Wenn die Ingenieursforschung fertig ist und das hier, dann kümmern wir uns jeweils hier drum erstmal. Gefechtsspuren. Wo sind wir denn hier? Ibrixinda. Es gibt klare Hinweise, dass sich irgendwann in den letzten 5000 Jahren im engeren Orbit von Ibrixinda 1a eine gewaltige Weltraumschlacht zugetragen hat. Der Mond ist übersät mit Einschlagkratern. Scans der USS Magellan haben auf dem Boden mehrere Schiffsrümpfe entdeckt. Obwohl diese Schiffswrack alle in äußerst schlechtem Zustand sind, ist alleine die Tatsache, dass es trotz der Schäden, die sie erlitten haben müssen, immer noch Überreste gibt, ein Beleg für ihr fortschrittliches Design. Wissenschaftler Minato Yamamoto bereitet eine Expedition vor, um diese verfallenen Schiffsrümpfe nach wertvollen Technologien zu durchsuchen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Wo ist er denn? Dann machst du erstmal hier das Spezialprojekt. Okay. Rivalität. Keiner mag die Dion. Auch sie haben... Moment. Nein. Hüter von Avebreen. Das sind unsere Steinfreunde. Sehr gut. Motzki irgendwie hat eine neue Stufe erreicht. Das System wurde erkundet. Gut, da gibt es auch nichts Besonderes. Und die Adriatic ist im Jungle-System einer feindlichen Flotte ausgewichen. Innocent Mining Jones mit 127. Ein Tannhäuser-Tor. Alles klar. Also hier gibt es tatsächlich ein bisschen mehr. Soll hier erkunden. Kommt er nicht durch. Okay.
Construction completed. Gut. Forschungsstation wurde abgeschlossen. Im Orbit von Lingul hat eine Forschungsstation wurde abgeschlossen. Sehr gut. We are being hailed. Ein Wirtschaftspakt. Hattet ihr schon einmal das Gefühl in eurem Leben, dreht sich alles um das Nächste und nie um die Bedürfnisse Menschen? Hier, bei den Hütern von Avebrin, leben wir dafür, dass wir die Dinge tun, die ihr nicht möchtet. Also müsst ihr es auch nicht. Schließt mit uns einen Wirtschaftspakt und wir maximieren die Bedeutung eurer Existenz. Ja. Ich bin nur noch bei 3,7. Ich stimme denen trotzdem zu. Und wir gucken mal, wie sie uns mittlerweile mögen. Wir können eine Föderation gründen. Sehr geil. Wie sieht das mit denen hier aus? Noch nicht. Aber das sinkt auch. Das heißt, die Möglichkeit einer Föderation kommt näher. Aber das machen wir nicht diese Folge. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Und dieses Forschungsschiff hat nichts zu tun. Dann baust du hier bitte... Es werden immer noch Mineralien. Jetzt habe ich die Nase voll. Jetzt gehen wir mal zum galaktischen Markt. Und dann werden wir uns mal nochmal 1000er kaufen davon. Und jetzt bauen wir diese Bergbaustation hier erstmal. Denn das bringt nämlich 12 Mineralien. Und die sind hier sich am Ausbreiten. Können hier oben lang gehen, definitiv. Die wandernde Wälder migrieren. Die Kolonialbehörde auf Carenza Prime hat berichtet, dass eine der lokalen wandernden Wälder in eine andere Region des Mondes migriert ist. Hunderttausende Bäume haben ihre Wurzeln erhoben und sind gemeinsam in dieses neue Gebiet marschiert. Wobei sie alles in ihrem Weg stehende niedertrampelten. Schrecklich. Das finde ich tatsächlich schrecklich. Carenza Prime liegt hier unten. Und das bedeutet, wir haben 10% Verwüstung. Ach du Heilige. Mutter Gottes. Hier sind wir noch im grünen Bereich. Das ist gut. Minus 9, minus 9, minus 9. Okay. Nicht schön. Leider Gottes. Das Kolonieschiff ist auf dem Weg. Die Aldrin ist immer noch unterwegs. Kann ich hier irgendwie sehen. Das war Glas 38 in 2 Jahren. Okay. Ja, sehr gut. Und dann gucken wir uns erstmal die neuen Sachen in der galaktischen Gemeinschaft an. Das ist Schlagwortstandardisierung. Wir müssen es unserem Unternehmen ermöglichen, nahtlos miteinander zu arbeiten. Durch die Standardisierung der strategischen Kommunikation können unsere Agenten wichtige Leistungskennzahlen leichter ermitteln. Diplomatische Bedeutung von Wirtschaft plus 20%. Bürokratenunterhalt plus 5 Handelswert. Das finde ich tatsächlich nicht gut. Die Soldaten, die ihr Leben der Sicherheit unseres Planeten widmen, sollen anerkannt und geehrt werden. Diplomatische Bedeutung der Flottenstärke minus 20, Moral der Verteidigungsarmee plus 15. Jetzt muss ich mal gucken, wir hatten doch, was wir schon alles zugestimmt haben. Galaktischer Markt, diplomatische Bedeutung der Flottenstärke plus 20 haben wir zugestimmt. Dann sollten wir jetzt, auch wenn es von unseren erklärten Freunden kommt, nicht sagen, dass wir dafür sind, die Flottenstärke wieder auf minus 20 zu setzen. Das, finde ich, macht keinen großen Sinn. Dann ist auf Carenza ein wenig was frei. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Nee, hier gab es tatsächlich noch nichts. Genau. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen können.
Schwache Gravitation, Kosten von Gebäude minus 5, Bewohnbarkeit. Ich würde tatsächlich eine Forschungsstation können wir nicht bauen. Dann als erstes ein Verwaltungsbüro bauen. Hier, damit wir unsere Reichsausbreitung erhöhen. Das sollte passen. Jetzt möchte ich nochmal in Alpha Centauri Prime reingucken. Und hier haben wir jetzt die Bewohnbarkeit und das Wachstum gefördert. Und das hat tatsächlich... Ja, wir sind immer noch bei plus 8. Aber es ist von 3 auf 2% gesunken. Also hier, es hat keine wirklich negativen Auswirkungen. Das ist mir gerade zu teuer. Dann sollten wir das hier tatsächlich auch machen. Okay, wir sind hier bei Dienstleistungen. Stadtdistrikt ist gleich fertig. Dann kommt ein Generatordistrikt. Trotzdem sollten wir hier auch das Wachstum fördern. Und das machen wir auch. Ja, Wachstum gefördert, plus 25%. So, der Stadtdistrikt ist gleich fertig. Dann hat sich das Thema über die Dienstleistung erledigt. Wenn wir hier gleich fertig sind, können wir hier den Außenposten verbessern. Das passt auch. Untätige Bewohner, das hat sich gleich erledigt. Dann nochmal kurz einen Blick auf die Erde. Das möchte ich ein wenig umbauen, dass hier mehr sind. Das heißt, 5 Dienstleistungen passt. Und wenn wir hier bei 40 sind, das wird hoffentlich auch bald der Fall sein. Na, aktuell verlieren wir noch Bewohner. Dann möchte ich hier auf jeden Fall ein weiteres Forschungszentrum bauen, denn das brauchen wir ganz dringend. So, dann nächste Technologie. Hier haben wir gesagt, hier wollen wir dann erstmal das andere einschieben. Das machen wir gleich. Als erstes wählen wir uns eine neue Forschung aus Weltraumtorpedos. Finde ich nicht so interessant im Moment. Diese Torpedos sind im Prinzip riesige, lange fliegende Raketen. Sind mit stärkeren Gefechtsköpfen und Schildmodulatoren ausgerüstet, mit denen sie Energieschilde unbehelligt durchdringen können. Finde ich interessant. Das finde ich auch interessant. Mineralien von Jobs plus 5%. Sternfeste könnte auch interessant sein. Aber vor allen Dingen auch das Ionentriebwerk. Aber ich glaube, am wichtigsten ist vor allen Dingen dadurch, dass wir hier jetzt weitere Sachen bauen und auch in den Planeten ein wenig auf die Zufriedenheit umschichten und somit weniger Jobs an Mineralienproduktion vergeben, denke ich, könnte das erstmal wichtiger sein. Aber als erstes schieben wir bei der Ingenieursforschung das Drohnenstudium rein. Das wird jetzt nämlich als allererstes gemacht. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen und bitte schaltet auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder ein, denn wir werden versuchen, mit den Hütern von Avebreen eine Föderation zu gründen. Mal gucken, wie wir die nennen werden und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.